Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Essenzen-Podcast. Zeit der Integration, Ressourcen und innere Schätze entdecken. Das sind drei von vielen Themen aus der Energie der Zeit für den Juli 2024 von Dr. Petra Schneider. Let's go! Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Die Energie der Zeit für Juli 2024 von Dr. Petra Schneider, Lichtwesen. Viele Menschen waren in den letzten Wochen extrem müde. Es fiel schwer, morgens aus dem Bett zu kommen, selbst wenn man ausreichend Schlaf hatte. Auch während des Tages konnte die Müdigkeit so stark werden, dass man einschlief. Manche hatten das Gefühl, ihr Akku wäre leer. Und egal, was sie unternahmen, um den Akku wieder aufzuladen, sie blieben in der Erschöpfung. Dazu kam in den vergangenen Wochen, dass es für einige drastische Veränderungen gab, auch durch Umbrüche und Todesfälle. Die Müdigkeit kann noch eine Weile anhalten. Ursache für die extreme Müdigkeit ist einerseits die hohe Energieschwingung, die weiter anhält und noch steigt, aber auch für die Verarbeitung und Integration der Veränderungen braucht der Körper Kraft. Dies erzeugt ebenfalls Erschöpfung und Müdigkeit. Zurzeit ist es wichtig, einen Gang zurückzuschalten und immer wieder sowohl kurze Erholungspausen während des Tages als auch längere Erholungspausen einzuplanen, in denen man auftanken kann. Beispielsweise regelmäßige Meditationen, Bewegung, Tanzen, Yoga, in der Natur sein, schlafen, lesen, machen, was Freude macht und so weiter. Hilfreich ist auch darauf zu achten, wann man sich selbst stresst oder durch andere unter Zeitdruck setzen lässt. Besonders dann, wenn nichts mehr klappt oder man mit dem, was man tut, nicht wirklich vorankommt, sollte man Pause machen und dann ganz bewusst schauen, was gut tut und was nicht. Was Freude macht, womit man sich regeneriert, oder wie man in die innere Stille und Kraft eintauchen kann. Unterstützend wirkt dabei der blaue Strahl der Elohim. Die intensiven und manchmal auch drastischen Veränderungen der letzten Monate wollen integriert werden. Hilfreich ist, sich dafür bewusst Zeit zu nehmen und auch Phasen für Erholung und Integration einzuplanen. Das gesamte Körperenergiesystem findet dadurch in eine neue Ordnung. Auch Ressourcen und innere Schätze werden dann sichtbar. Fähigkeiten verstärken sich. Dabei kann wieder der blaue Strahl der Elohim unterstützend wirken. Die Phasen der Integration und Erholung können auch genutzt werden, um seine Ausrichtung, seine Wünsche und Ziele noch einmal zu hinterfragen und anzupassen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Veränderungen der letzten Wochen drastisch waren. Manches läuft in diesen Monaten nicht wie erwartet oder geplant. Es wird auch sichtbar, wo man in Illusionen gefangen ist. Dies ist eine Chance, sich neu zu orientieren, aber auch um genau hinzuschauen, um zu erkennen, weshalb die Vorstellungen nicht umgesetzt werden konnten oder wieso man sich die Illusion erschaffen hat. Besonders in der zweiten Monatshälfte neigen einige Menschen zu Dramen. Sie reagieren mit Unmut, Ärger, Wut, extremer Enttäuschung oder Streitlust. Es fühlt sich für sie schlimmer an, als es bei rationaler Betrachtung ist. Aber auch in anderen Bereichen werden Dramen kreiert, beispielsweise dadurch, dass man sich gekränkt oder abgewiesen fühlt, indem man auf Kleinigkeiten mit großer Betroffenheit reagiert, wenn man sich selbst mit anderen vergleicht, durch Eifersucht, indem man sein Können klein macht und so weiter. Gerade im Juli ist es wichtig, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und sich und die Situation mit Abstand zu betrachten. Ist das wahr? Ist meine Reaktion angemessen? Hat mich etwas getriggert und meinen Ärger oder meine Ängste angestachelt? Was ist die tiefere Ursache für meine Reaktion? Was kann transformiert oder geheilt werden? Welche Alternative habe ich? Eine gute Unterstützung kann dabei die Meisteressenz Nummer 1, Maha Chohan, sein. Aber auch wenn ich selbst gelassen bin, können mich die dramatischen Reaktionen von anderen treffen oder aus der Ruhe bringen.
Auch hier hilft es, sich und die Reaktion des Gegenübers mit Abstand und möglichst neutral anzuschauen. Hier wirken sowohl Mahajohan als auch der blaue Strahl der Elohim unterstützend. Auch im Juli sind die Intuition und die Durchlässigkeit für Hinweise aus der inneren Weisheit und aus höheren Bewusstseinsebenen verstärkt. Es fällt leichter, hinter die Dinge zu schauen und Informationen zu entdecken, die verborgen waren. Die verstärkte Wahrnehmungsfähigkeit hilft auch, Projektionen zu erkennen, sowohl eigene als auch die von anderen. Wir werden unterstützt, uns neu zu orientieren, zu erkennen, was für das eigene Leben wichtig ist und was man leben will, was man in die Welt bringen will. Die Meisteressenz Nummer 1, Mahajohan, kann auch dabei eine große Hilfe sein. Regelmäßige Meditationen unterstützen den Zugang zu diesen Informationen. Ebenso der Satz, ich bekomme alle Unterstützung, die ich brauche. Auch im Juli braucht es eine hohe Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, nicht nur um sich nicht in Dramen und Illusionen zu verfangen, sondern auch um in der Klarheit zu bleiben und Gefahren zu erkennen. Dabei kann das Energiespray Achtsamkeit und Schutz eine große Unterstützung sein. Die Energie im Juli unterstützt auch, Beziehungen mit Menschen zu vertiefen. Nicht nur die Beziehung mit dem Partner und Freunden, sondern auch mit Kollegen, Mitarbeitern, Geschäftspartnern. Auch hierbei hilft erhöhte Achtsamkeit und aufmerksames Zuhören. Was braucht und will mein Gegenüber? Was will ich? Wann mache ich oder mein Gegenüber zu? Was braucht es, damit eine Herzensverbindung entsteht? Hier kann wieder das Energiespray Achtsamkeit und Schutz helfen. Meditation. Für einen Moment beobachte deinen Atem. Dann stelle dir vor, wie sich vor dir ein Raum öffnet. Es ist der Raum deiner inneren Schätze. Im Raum befinden sich materielle, aber auch immaterielle Schätze. Und der Raum ist erfüllt mit farbigem Licht. Welche Farben erfüllen den Raum heute? Als du den Raum betrittst, spürst du, wie das Licht dich umhüllt und erfüllt und wie es dir gut tut. Das, was du im Moment brauchst, erhältst du. Vielleicht kannst du wahrnehmen, was in dir geheilt oder gestärkt wird. Dann nimmst du einige der Schätze im Raum wahr. Und du weißt, dass du eingeladen bist, dir etwas aus diesem Raum mitzunehmen. Und so schaust du dich um, wählst und erkennst, was du gewählt hast und wofür du es einsetzen kannst. Es kann etwas Materielles sein, eine Krone,
ein Schwert, Gold, ein Edelstein oder etwas ganz anderes. Es kann aber auch etwas Immaterielles sein. Eine Qualität, die dich stärkt. Eine Fähigkeit, die du brauchst. Zum Abschluss verlasse den Raum mit deinem Schatz und richte dann deine Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Liebe Grüße, Petra Schneider. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden. Alle erwähnten Essenzen und Produkte finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.essenzenladen.de.